Das sind wir auch schon wieder bei Mittelerde Mordors Schatten. Ja, das letzte Mal haben wir ja ganz schön aufgeräumt. Ich würde sagen, wir machen damit gleich weiter. Wir gehen. Ich würde sagen, hier hoch. Dann wollen wir doch mal. Zudem brauchen wir noch blaue Milch. Mal gucken, ob wir die irgendwo finden. Geht's denn hier lang? Oh, hier. Ja, aber gerade so. Ganz schön dick. Gut, dann nehmen wir mal den Auftrag an. Die Ausgestoßenen. Hyrgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udon lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Annehmen. Wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folgen ich muss mal ganz schnell weg. Gut, also wir folgen ihnen gleich wieder. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Allerdings habe ich das noch gebraucht. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hyrgon. Ja, dann folgen wir mal den Hyrgon, den Guten. Wir sollen etwas in den Grog mischen der Orks. Da bin ich mal sehr gespannt. Hyrtas, oder wie das hieß. Habe ich noch nicht gehört, noch nicht gesehen. Ich habe noch nie jemanden einen. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Okay, sammle die Kräuter für das Gift. Dann mache ich das mal. Wie sehen die aus? Unser Lager und das weiter drüben sollen zu einer großen Armee. Sehr gut. Wo ist der nächste? Hier. Holen wir den uns auch? Na, mach was! Oh, er wollte nichts machen, keine Ahnung warum. Nein, du hast nichts gesehen. Was war das? Weiß nicht. Na, komm rüber. Komm doch mal rüber. Frag mich, was diesen Narren getötet hat. So, wir machen ein Blatt. Sehr gut, sehr gut. Jetzt können wir auch hier in Ruhe Kräuter suchen. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie die aussehen. Kräuter suchen. Hier sieht er aus nach Kräuter. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Hitlers. Okay. Also, es sieht aus wie ein Strauch. Was natürlich ganz schlecht ist, weil alles so dunkel ist und alles aussieht wie ein Strauch. Oh, hier ist es schon die Zone zu Ende. Was haben wir hier noch? Ach, rot. Fähigkeitspunkte erhalten. Yay. Aber wo ist jetzt das Kraut? Mist. Alles so dunkel und alles sieht gleich aus.
Ja, hier ist schon mal auch nichts. Hier? Nee. Sah nur so aus, leider. Ja, wie soll man denn jetzt hier... Oh, hier ist eins. Das ist etwas, hat eine etwas andere Färbung. Ja, aber leider... doch nicht zu sehr. Vorhin sind sie auch gar nicht markiert. Sie blinken auch gar nicht erst auf. Oh, hier ist noch eins. So, wir schalten aber erstmal schnell die Fähigkeit frei. Entweder letzte Chance Todesstoß oder Schleichaufzehrung. Ich mache, glaube, lieber das hier. Yep. Oh, wir haben schon 700 Punkte wieder. Das finde ich ganz gut. Ich mache mal hier das, glaube ich. Ja, ich mache mal für alles erstmal die Runen hier. Als nächstes kommt dann die Pfeile, dafür brauche ich 870. Okay. Dann können wir jetzt überall noch eine Rune draufhauen. Geht auch ganz schnell, geht ganz schnell. Keine Sorge. Welche nehmen wir? Welche haben wir denn jetzt hier? Kein Schmerz, Stufe 10. Also die ersten zwei haben wir. Dann machen wir 49 Gesundheit. Ne, ich mach lieber das hier. Und auch noch hier eine Rune. So, was haben wir hier noch drauf? Schattenangriff, ja. Bei der Schleichtötung mit dem Bogen, das habe ich doch, glaube, oder? Genau, die ersten zwei haben wir. Tödlichen Kopftreffer. Ich mache lieber Schattenangriff, auch wenn wir den noch nicht haben. Weil ich meistens nicht will, dass die abhauen eigentlich. Und hier können wir jetzt noch die epische ausrüsten eigentlich. Und das machen wir auch. Sehr gut. So, weiter geht's, Jürgen. Los, hopp ab. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Das ist aber schön, dass es noch mehr Pflanzen gibt, die ich nicht finden kann. Beziehungsweise jetzt sehr schwer. Wir sind in einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als Zwerge. Ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Ah ja. Männer wie mir, also... weiß nicht. Sauron? Warte! Ja, den mache ich platt. Immer mit der Ruhe. Den mache ich auch platt. Da hinten ist noch einer. Den kriege ich. Ja, sehr gut. Gut, weiter geht's. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich entstecken. Dann bin ich mal sehr gespannt, wo es jetzt hier noch Pflanzen gibt, weil er dreht sich gerade im Kreis. So ein bisschen. Ja, möchtest du weiterlaufen? Ist aber schön. Ja, dann schauen wir mal hier. Achso, wir müssen noch mal schnell schauen. Hier Überlebensherausforderung. Wir brauchen Elgaran und Erdenbrot. Ja, kriegen wir hin, denke ich mal. Irgendwann, da hinten ist schon mal Elgaran. Ja, da sind so viele Orks. Der Anführer sagt, es ist Zeit für eine Jagd. Oder? Nee, das kriegt man. Nein, nein, ich bleib schon bei den. Hab nur ein bisschen Elgaran gebraucht. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Ich glaube, es war dieses seltsame Geschöpf, das... So, müssen wir hier hoch, oder was? Ja.
Vielleicht ist es ein Spion für diesen Tark. Wir sollten es töten, bevor es ihm Bericht erstattet. Der hier ist keiner oben? Hier gibt es wieder etwas zu finden. Und da hinten ist ein Cargo. Den müssen wir schnell platt machen, mal. Und noch einer. Sehr gut. Ja, da war ein Cargo. Das heißt, dass dort wohl etwas sein wird. Ja, das war mir sowas von klar. So, wo ist der Rest? Vielleicht hier in der Hütte? Nee, glaube nicht. Vielleicht hier hinten irgendwo. Ja, hier hinten war ein Cargo, also müsste hier doch etwas sein vielleicht. Was machst du? Lauf mir nicht nach. Vielleicht da, ah, da ist noch was mittendrin. Ja, aber das ist was anderes. Nifredil ist das. So, ich hoffe doch mal, dass alles hier unten ist und wir nicht höher oder runter müssen. Das wäre ziemlich fies. Da ist was. Oh, das war schon nur zwei Stück. Sehr gut. Komm, lauf zu, Jürgen. Mensch. Ich hielt es nicht für möglich, diese alten Männer zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Okay. Als ja, ich finde die Gespräche immer sehr interessant, deswegen bin ich immer so ruhig. Sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Oh, jetzt kommen wir auch noch in eine Festung. Finde ich jetzt nicht so toll. Oh, hier haben wir einen Ithildin. Mal schauen. Bis oben, da gehen wir noch schnell hoch. Nein, wir müssen da runter erst wieder. Und jetzt hier hoch. Sehr gut. Nanichir Gelaer Mordor. Ivarf Danganen. Und das Bild wird wieder weiter vervollständigt. Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal bis hoch. Um hier wieder hinunter zu springen zum Hürgon. Hallo. Weiter geht's, ja. Hier oben. Hoch. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Hier oben. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Ich auch. Bin auch sehr, sehr gespannt. Was haben wir hier? Pfeifenkraut. Ja, das bringt mich leider nicht weiter. Wie viel brauchen wir? Drei Stück schon wieder. Okay, hier irgendwas? Nee, ne? Nee. Hier irgendwas vielleicht? Hier im Busch? Nee, ne? Im Busch ist glaube ich nichts. Das wäre schon ein bisschen echt unfair. Ist hier eine Ratte? Das sieht aus wie eine Ratte, oder? Ne, ist eine Spinne. War eine Spinne leider, ich brauche aber noch Ratten. Ich bin aber komplett außerhalb des Gebietes. Kein Wunder, dass ich nichts finde. Vielleicht haben wir hier irgendwo was. Hier hinten vielleicht? Auch nicht. Wow, ich habe noch nicht mal eins. Es muss doch hier irgendwo geben, das Zeug. Hier ist eins. Hier hinten haben wir noch eine Pflanze. Nochmal Pfeifenkraut oder so. Ne, Kununil, was weiß ich. Ja. Hier vorne irgendwo Pflanzen. Hier ist noch eins. Okay, und wo ist dann das andere? Hier hinten vielleicht? Nee. Auch nicht. Nein, nicht wirklich. Vielleicht findet man so die Teile besser.
Ja, hier sieht man nur die Spinne wieder. Aber die Pflanzen sieht man so, glaube ich, nicht. Oder? Ja, doch. Ja, ich bin wieder mal sehr schlau gewesen. RB zum Aufsammeln. Hätte ich auch gleich machen können. Aber ich habe es auch alles so gefunden. Das sollte so, reichen. Weiter geht's. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Na gut, dann machen wir die das mal. Die Orks sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Sehr gut, sehr gut. Ne, dann wartet mal. Ich muss jetzt hier rein. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Wasser. Tief genug, sie zu ertrinken. So viel ist sicher. Ja, wir müssen 5 Uruks zur Schleichtötung eliminieren. Ich nehme als erstes die 2, die hier oben stehen. Sehr gut, der zweite. Hier oben haben wir, hier unten haben wir auch einen. Den machen wir schnell weg. Hier oben steht auch einer drauf. Jetzt nehmen wir den auch kriegen. Das ist gar nicht mal so übel. Ich glaube nicht, aber wir haben ja bestimmt noch genug. Hier oben sollte da auch einer sein, ja. So, hier haben wir wieder einen. Was, ein Mörder oder sowas? Nein, nein. Ja, vergifte die Grogfässer, ohne gesehen zu werden. Das versuche ich schon. Ich rieche etwas. Schnell hier hoch. Und den schnell platt machen. Okay, sehr gut. Hier oben ist, glaube ich, nur der eine. Wenn ich das richtig gesehen habe. Hier hinten ist schon mal ein Krogfass. Und den machen wir auch noch platt. Gut, hier also ein Krogfass. Krog vergiften. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Hier unten haben wir auch noch eins, aber hier unten sind gerade 1, 2 Orks. Deswegen warte ich erstmal kurz. So, jetzt können wir hier den schnell rinder. Ich hoffe für hier ganz wohl, dass eine Frau inmitten all dieses Elends ist. Schnell vergiften. Hier hinten ist auch gerade keiner weiter. Schleicht da jemand umher? Nein, nein. Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Sehr gut, also ich gehe mal hier hoch, mal gucken. Ich guck mal, wo das Ithildin ist, schnell. Ich meine, wenn wir schon mal da sind. Und denn? Oh, hier kommen wir rein. Sehr gut. Ist hier vielleicht... Ja, hier ist das Ithildin. Boah, der Gesang von den Orks hört sich sehr gut an. Ochedin Valanor. Weiter geht's. Oh, das war der falsche Knopf. Verdammt seist du! Greifen die sich jetzt schon wieder gegenseitig an. Wir müssen eins höher. Bleib
Hier ist ja auch keiner. Wenn ich das richtig sehe. Huch. Na, hau rein das Zeug, komm. So, dann schaue ich noch schnell, wo das da hier ist. Auch unten. Wollen wir da mal schnell hin? Ist auch hier drinnen wieder. Ja, nehmen wir das noch schnell mit. Ein Brandeisen. Und hier ist auch schon die Erinnerung. Ich schaue es mir trotzdem nochmal an. Und jetzt hören wir uns das an. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir. Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehr sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Okay, also ein Brandeisen, das sie wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich für die Sklaven benutzt haben. Aber jetzt... Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Jetzt gilt es nur noch zu warten. Dann warten wir mal. Sehr gut. Komm mit mir. Komm mit mir. Sorry, ich glaube, da war Facebook mit drin. Ja, wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Zusatzziel auch erreicht und 600 XP wieder eingesackt. Sehr schön, sehr schön. So, schauen wir doch mal auf die Karte, wo wir uns gerade befinden. Oh, hier hinten. Hier alles neu, alles besser. Hier auch neu. Blutrache. Und die Wahrheit. Na gut, dann gehen wir mal schnell hier hin. Denn wir beenden unsere Folge heute wieder auf diesem Turm. Leider muss ich sagen, es hat gerade wieder sehr viel Spaß gemacht, aber war ein sehr, sehr langer Auftrag. Es ist eh gerade dunkel, ne? Also ich sag bis denn und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ciao! Wiederum die Folge Mordors Schatten. Ja, es ging sehr schnell. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Vor allem gab es ja diesmal wieder ein Happy End. Davor haben wir aber kräftig aufgeräumt in den Reihen der Uruks und haben die Fässer vergiftet. Das mit den Blümchen tut mir immer noch leid. Hätte mir eher auffallen können. Trotzdem sage ich bis zum nächsten Mal und hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Ciao!